Ereignisse hat uns heute hier versammelt. Der Völkermord an Aramäern im Osmanischen Reich 1915. Im Namen des Bundesverbandes der Aramäer in Deutschland möchte ich sehr herzlich seine Eminenz Morphiloxenos Matthias Naisch begrüßen, Baruch Seidna. Mit ihm den Vorsitzenden des Diözesanrates David Aslan und seine Vorstandskollegen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Einladung, heute an diesem wunderschönen Tag anwesend sein zu dürfen bei den Gemeinderatsvorsitzenden Nail Can und Shaman Cicek und selbstverständlich an deren Spitze Abuna Farah Aziz Can, ebenso Abuna Isa Demir Barachmol Abim Yakre. Wir sind auf diese St. Maria Gemeinde, die eine sehr lebendige, sehr aktive Gemeinde ist, mit diesem aramäischen Gemeindezentrum sehr eng verbunden und stolz. Denn was heute hier geschaffen worden ist, ist ein weiterer Baustein in unserem Kollektivgedächtnis, in der Erinnerungskultur der Aramäer hier in der Diaspora. Weiterhin grüßen möchte ich Pfarrer Groß von der Evangelischen Gemeinde, Professor Dr. Werner Arnold von der Universität Heidelberg, den Kreis aramäischer Studierender Heidelberg unter dem Vorsitz von Michael Rabo und alle Anwesenden hier, die heute erschienen sind. Ebenso unseren Partner und Mitgliedsverein in humanitären Projekten, die sehr, sehr aktiv sind im Nahen Osten. We are Christians, Aramaic Charity Organization und Sie alle hier. Das Jahr 2015 markiert nicht nur das 100-jährige Gedenken an den Völkermord, sondern ist zugleich eine offene Wunde. Damals sind neben 1,5 Millionen armenischen Christen auch bis zu 500.000 Aramäer verschiedener Konfession und viele tausende griechische Christen zum Opfer gefallen, begangen durch die jungtürkische Regierung der Rechtsnachfolgerin der heutigen Türkei. Für uns ist das Jahr 2015 als aramäische Diaspora-Gemeinschaft deswegen eine offene Wunde, weil die Geschehnisse damals, die Verfolgungen, die Vertreibungen, die Hinrichtungen der Aramäer im Namen Jesu Christi sich heute vor unseren Augen wiederholen. Es ist deshalb eine offene Wunde, weil heute die Berichterstattungen aus Syrien und aus dem Irak sich gleichen. Wir als Bundesverband fordern, auch hier in Deutschland, in unserer neuen Heimat, Anerkennung. Anerkennung für einen Völkermord, der damals geschehen ist und der heute auch beim Namen genannt werden muss. Denn damals wie heute wird weggeschaut. Das darf nicht wieder passieren und das werden wir auch hier nicht akzeptieren. Der Bundesverband der Aramäer in Deutschland hat in diesem 100. Gedenkjahr in vielerlei Hinsicht darauf aufmerksam gemacht. In politischer Hinsicht, in kultureller Hinsicht, in filmischer Hinsicht, in medialer, musikalischer Hinsicht. Doch was heute auch durch die aramäische Gemeinde St. Maria mit diesem Denkmal geschaffen worden ist, ist in der Tat ein weiterer Baustein in unserem Gedenken an die Opfer von damals. Der Völkermord an unserer Gemeinschaft ist Teil unserer Identität. Er ist vor unserem geistigen Auge allgegenwärtig. Und durch dieses Mahnmal wird er auch vor unserem tatsächlichen Auge sichtbar
und erinnert uns immer daran, wenn wir hier in dieses Zentrum kommen, an diesem Denkmal vorbeischauen, innezuhalten, sich an die Opfer des Völkermords von 1915 zu erinnern, gleichzeitig aber auch mahnend darauf hinzuweisen, dass unsere Brüder und Schwestern heute, 100 Jahre danach im Nahen Osten, das gleiche Schicksal erfahren. Es soll uns immer ein Zeichen sein, nicht zu vergessen. Und wie seine Eminenz und Abuna Farazis Jan sagte, wenn wir erinnern, wenn wir diese Erinnerungskultur im Kollektiv als aramäische Gemeinschaft hier in Deutschland bewahren, dann werden unsere Vorfahren, deren Nachkommen wir heute sind und deswegen wir auch uns glücklich und geehrt fühlen müssen, werden zufrieden sein und werden stolz auf uns sein. Und wir müssen diese Erinnerungskultur, und deswegen ist es heute ein besonderer Tag, nicht nur vor unserem geistigen Auge, sondern auch hier körperlich mit einem sehr schönen, würdigen Mahnmal aufrechterhalten. Ich kann dieser Gemeinde nur recht herzlich gratulieren. Ich kann seiner Eminenz gratulieren für solch eine Gemeinde. Wir als Bundesverband sind stolz darauf, dieses Mahnmal mit einweihen zu dürfen. Möge es für uns alle stets ein mahnendes Zeichen sein, dass wir ihrer gedenken und sie niemals vergessen werden. Liebe Aramäer, es ist eine große Ehre für mich, dass ich heute in dieser wunderbaren aramäischen Gemeinde von Leimen an diesem bedeutenden Tag dabei sein kann. Dieses Jahr stellt einen Wendepunkt dar, denn zum ersten Mal haben die Aramäer ihren Schmerz über den Genozid vor 100 Jahren nicht allein getragen, sondern sie sind in großem Maße an die Öffentlichkeit gegangen und haben auf die Verbrechen, die an ihrem Volk begangen worden sind, hingewiesen. Das ist sehr wichtig, denn ein Kollege von mir, der die Ausstellung in der Neuen Universität gesehen hat, die von den aramäischen Studenten aufgestellt worden ist, hat mir gesagt, dass er noch nie etwas von diesen Verbrechen gehört hat. Und so ist es nicht nur in Heidelberg, sondern in ganz Deutschland und in der ganzen Welt. Und angesichts der Verbrechen, die heute an den Christen in genau demselben Maße begangen werden wie vor 100 Jahren, ist es unsere Aufgabe, dass wir auf diese Verbrechen hinweisen. Und wir müssen auch darauf hinweisen, dass das sogenannte christliche Abendland heute auch nicht wieder auf der Seite der Christen steht und nichts unternommen hat, um die Christen im Orient vor Vertreibung, Verfolgung und Ermordung zu schützen. Das ist das Traurige in die 100 Jahre nach diesem Völkermord. Die Errichtung einer Gedenktafel ist für die Aramäer von besonderer Wichtigkeit, denn sie leben nicht mehr in ihrer alten Heimat, wo zerstörte Kirchen und Dörfer, in denen kein einziger Christ mehr lebt, immer noch täglich an diesen Völkermord erinnern. Hier in Europa erinnert nichts an den Völkermord. Und deswegen ist die Errichtung einer Gedenktafel von besonderer Bedeutung. Und ich bin froh, dass sie in Leimen nun an einem so schönen Ort steht. Aloyib Aymaychun.
eine große Ehre, dass ich heute hier sein darf, unsere evangelische Kirchengemeinde und die katholische gleich mitvertreten darf. Und ich möchte Ihnen von beiden Kirchengemeinden alles Gute und Gottes guten Segen für Ihre ganz wichtige Erinnerungsarbeit überbringen. Wir haben es eben schon mehrfach gehört, es ist immer noch nicht so, dass in ganz Europa die Dinge so beim Namen genannt werden, wie es war. Und dass das vor 100 Jahren ein Völkermord war, wird ja dadurch nicht weniger wahr, dass es immer wieder geleugnet wird. Das war ein Völkermord und es gibt aus meiner Sicht auch keinen Grund, das zu leugnen, nur deswegen, weil der türkischen Regierung das möglicherweise heute noch nicht gefällt. Die Wahrheit muss da ans Licht und es ist gut, dass sie das so deutlich tun. Es ist für uns aber auch gut, für uns Christen, für uns Deutsche, dass sie hier sind, auch wenn es natürlich bitteres Unrecht ist, dass sie nicht mehr in ihrer Heimat leben können und dass sie heute wieder diese Nachrichten bekommen müssen, dass sich die Dinge wiederholen. Sie haben das ja eindrucksvoll eben deutlich gemacht. Es ist für uns zum einen deshalb gut, weil wir durch Ihre Anwesenheit immer wieder daran erinnert werden, dass das Christentum eben nicht aus dem Westen, sondern aus dem Osten kommt und dass die Sprache Jesu weder Latein noch Englisch noch Deutsch, sondern Aramäisch war. Und dass wir, die wir Christen im Westen sind, auf den Schultern von Ihnen stehen und nicht umgekehrt. Es ist zum Zweiten wichtig, weil Ihre Anwesenheit und Ihr Gedenken uns immer wieder daran erinnert, dass christlicher Glaube nicht etwas Harmloses ist, sondern dass Christus nachzufolgen auch gefährlich sein kann. Das Wort Märtyrer erinnert uns genau daran. Wir vergessen das im sicheren Deutschland so schnell. Sie erinnern uns immer wieder daran, dass es im christlichen Glauben wirklich um alles geht. Und das ist gut so, dass wir diesen Stachel immer wieder spüren und nicht müde und nicht satt werden. Dafür sorgen vor allem Sie. Und das Dritte ist, die Erinnerung ist auch unsere. Wir haben das hier in Leimen sehr eindrucksvoll deutlich gemacht, als wir ein Dreivierteljahr zusammengestanden haben, um an die verfolgten Christen unserer Tage und damit insbesondere an diejenigen in Syrien zu erinnern. Und es ist auch für uns wichtig, uns daran zu erinnern und mitzuhelfen, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Denn es kann wieder passieren, da machen wir uns alle nichts vor. Umso wichtiger ist es, dass wir in der Trauer, aber auch in der Freude an unserem Glauben zusammenstehen. Beides hat seinen Ort, beides hat hier in Leimen gute Formen gefunden. Deshalb wünsche ich Ihnen, dass die Erinnerungsarbeit so weitergehen kann, wie sie angefangen hat. Und dass wir uns hier irgendwann mal treffen und sagen können, es ist wirklich Vergangenheit. Aber die Verfolgung und das Leid der Aramäer an dem Ort, an dem alles angefangen hat, hat ein Ende. Gott segne Ihre Arbeit. Herzlichen Dank für die Einladung. Radio. Moro Felixinos, Matthias, Hasio, Togo di Maraitera in Almania, Kone, Miakre, Rishmautpe, Rishoduhiodo, Sriyoyo, Miakro Dani, Eldemir, Rishmautpe, Eitonoe, Umthonoe, Yolufe, Yolufotho, Kashire, Abuna Kashisho Aziz, Am Yakro Rishmotpo, Dieto, Srioito Didan Terket Laiman, Yakro Nahir Chan, Hadome, Rahime, Diro Bithathi, Dijamaathi, Laiman, Komotanarhu, Ashlome, Wayokore, Dumot, Buhelo, Dimarito, Dalmania. Adioma, Galabe, Sihono, Birishon, Abun Halio, منحنا نم يقرأ حرنا دموت بحلويو أم يقرأ يعقوب أيدين طرزان دوغانا يوليوس أوريك أثينا لو قادرين فيشنا ببيتو نقد شامعين كبحوتو ما قيمتو قيمتو لسو دي قاديش هاثي قيمتاثي كماديلو عليحو بثخو لبابو نثخو لنبتلات أن أبغي شعير دسودانك كما أدلو عليه بذخو عليها سيرو ثافخو بس كما أدلو استي على رخشافخو تكبعوتو ما حيسوتو بريثو علو حاشو علو قنحو تهاوي لري مو إشني تقطيل عم حمشمو ألفو سريوي شيحو يحرين استي تقريبا مليون فلكي ميحا سبب علمن على الكتوين شيحوه
احنا كتلن شبورو بيمشيو هاي ثيذن كمينستي كتلن شبورو بسو داني مو يوما ولد يوما اي هيمونو ثافي مسلملا كونو ترينا لولد يوما حتى كمانو حابا مسباب استد كتنا قوي بيمشيو ثيذن يسودو ثويو احنا عيتو تسودي لو يعني على الخليو كم قروي عيتيذن عيتو دسودي احنا كتلن شبورو بسودي ذن موران فاتريارخو ما حد لي رمزو اشاتو دهوي بي عيتو سريويتو كولا شاتو دو سيفو كثيوستي قد كتيو كثيو عليقو يمتافي إشافرتو دخو سيفو تلو نطعي لو طوعينا احنا حضريوينا وتذكر اودو خرونو دا مو اشني دو سيفو تهاوي وزابناو بواثرو دي عثمانيه لاذي عينا بثرب مو اشني نقحرتو قويم سيفو على نبغي دا سودانك أبعينا وقول إذن معلينا لبريثو أمينا وتاريخ إيجيش اشتركنا لأبو ألماني ويوم ماو مشتاعيلا طورو نقحرتو لويو بس كو محوي بريثو لشامع وقولينا أحنا هجمعينا حزدي ذن هجمعينا قولينا والبريثو الشمع وقولينا يفسح ثيذا قد يوم عليك دو منو مقايو بحاضيرو دو بينوثا ودي لونو استي امتلخو عم روحيخو يقار فد مورا نوفا تريارخو يقاد يشوثو دو كمريدا مورا مورغناتيوس أفرين فرايونو كوبينا إلستي غلبة توديوثو لتاهن يوثيذي وابون معليو تودي غلبة الحاضيرو دو هاتستي بينوثا دي لونو إيث غلبة يفسحوا ثيبا يعريو دحونونا صد ما كهني صد ما رشموت بدعي دوثو
وبوشكلانو كل خو مفصح ولن غلب يقويه ومانو يفسح ثيدا غلب ربثيو نقحردو كمانو تودي الكل خو وأصلا وثودسه داني هون عم كولان وكمت يقنو هنك سيعدو في سيحويني بسيم قويمتو هوخا وهنك سيحاضيريني بينوثا نعدو هركي وأصلا وثاثيون عم كولان